Links läuft ein Typ, rechts eine Frau, der im Dunkeln ist ein Typ. Heute ist der 21.03.2020. Irgendwas jetzt mit gut 18.20 Uhr. Ich laufe hier am Weg vorbei, der kommt mir gegenüber, ich mache Platz. Der macht bis kurz vor knapp keine Anstalten, Platz zu machen, sieht mich natürlich. Klotzt mich dann am Vorbeigehen an wie so ein Geist, nicht unbedingt voller Hass oder so, aber an wie so ein Geist. Nach dem Motto, ne, es fällt mir ein, hier lang zu laufen. So ein offizieller Weg am Floßgraben. Und dann guckt er nochmal ganz kurz seitlich zurück. Was soll das? Kein Tag, ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, halbe Stunde unterwegs. Warte natürlich extra darauf. Es war es mir jetzt nicht wert, irgendwas zu sagen, weil ich habe ja jetzt geschworen, immer wenn was Komisches ist, was zu sagen. Wobei, eigentlich hätte ich ja gleich sagen sollen, was ist denn los, aber ja, auch aggressiv, aber das war es mir jetzt in dem Moment nicht wert. Aber komisch ist es. Also sowas muss man einfach nicht verstehen. Ich verstehe solche Leute nicht. Ich habe nichts weiter gemacht. Ich bin ein bisschen schneller gelaufen, weil ich ein bisschen im Zeitdruck bin. Aber nicht aggressiv oder habe den auch nicht vorher jetzt schon stundenlang angeguckt, sondern auf den Boden geguckt. Macht mir so aus Höflichkeit. Und habe überhaupt nicht jetzt... Der klotzt mich an wie so ein Geist und macht überhaupt keinen Platz. Und ich meine, der hat doch gesehen, dass der Waldweg beschränkt ist. Und da, wo ich gelaufen bin, auf meiner Seite, er matschig war. Das kapiere ich überhaupt nicht. Gibt Leute im Leben, meine Fresse.